In diesem Video. Zeig mir deine Schokoladenseite, damit ich das auf dem Foto verewigen kann. Rotum, du machst es schon, ne? Du kennst dich mit deiner Schokoladenseite aus, ne? Sehr gut. Meine Freunde und herzlich willkommen zu Pokémon Purpur. Ihr glaubt es gar nicht mehr, dass wir überhaupt uns hier getroffen haben mehr. Aber ich habe ein paar Kleinigkeiten noch zu tun. Und zwar haben wir ja die 100% im letzten Jahr abgeschlossen. Da ihr aber so verrückt wart, nicht weil ihr Kid wolltet, nee, ihr wart so verrückt und wolltet, dass ich anstatt der 100% ein 200% One-Hand lege und den Pokédex zugleich auch befülle. Und hier ist es. Wir haben so gut wie möglich alle Pokémon gefangen. Wir haben tatsächlich den kompletten Pokédex voll. Ihr seht es auch hier schon. 400 von 400 haben wir im Dex drin. Im normalen Dex. Die Belohnung dafür ist einmal, kann ich euch zeigen. Im Pokémon-Beutel habe ich das nämlich noch gesehen vorhin. Einmal natürlich den Schillerpin. Den holt ihr euch dann ab bei dem Lehrer. Ich weiß gerade den Namen nicht, aber unser Biologielehrer hier im Spiel. Und das andere bekommt ihr direkt so in der Hand geschmissen. Das ist bei der Basis-Item da. Den Eye-Pin, geschweige Eye-Pin oder Superfang-Pin, einer von den beiden, bekommt ihr. Ich glaube, das ist sogar der EP-Pin. EP-Pin, nicht Eye-Pin. Den bekommt ihr, wenn ihr den Pokédex unten alle Erfolge mitnimmt. Ihr seht das auch, wenn man X drückt. Unten ist nämlich eine Trophäe abgebildet und da könnt ihr X drücken und kriegt die Items. Was wir aber noch machen wollen, ist natürlich den Kitakami-Dex, wo noch ein Pokémon fehlt, und den Blaubeer-Akademie-Pokédex zu vervollständigen. Da fehlen uns noch 4 Pokémon. Und das sind alles legendäre Pokémon, die man erst jetzt so ein bisschen freischalten kann und allem drum und dran. Und dann können wir uns hier auch den Rest abholen, der noch fehlt. Genau. Und das wird heute der Fall sein. Zuallererst fangen wir mit Kitakami an. Ich werde euch hier hauptsächlich mitnehmen. Wenn natürlich ich irgendwas nicht weiß, muss ich natürlich selbst nachgoogeln. Aber eins wissen wir hundertprozentig. Wir sollten, wo wir unser Pokédex damals in Kitakami vollständig gekriegt haben, mit Rubin, oder zumindest vervollständigen sollten, sollen wir nochmal zu der Dame zurückkehren. Ich weiß nicht, wie sie gerade hieß, aber auf jeden Fall zu ihr müssen wir zurückkehren und ihr berichten, dass wir über 100 Pokémon gefangen haben, geschweige eigentlich jetzt das komplette Dex voll haben. Und wenn ihr nicht wisst, wen ihr meint, zeige ich euch jetzt schnell, weil ich habe noch im Kopf, wo sie stand. Nämlich hier die Frau mit dem Fukano. Sie hat nämlich noch ein kleines Geheimnis für uns. Hoffe ich mal. Ah ja. Oh, hallo, Kleiner. Sag bloß. Gemma heißt sie im Übrigen. Du hast also mindestens 150 Pokémon-Arten aus dem Kitakami-Provinz gefangen. Wow, also 150 sogar, ja. Ganz genau. Echt fantastisch. Du wirst wirklich als besonders, Kleiner. Ich bin zwar schon länger in Kitakami als du, aber du kennst dich wahrscheinlich mit dem Pokémon hier mittlerweile besser aus. Ach, da fällt mir eigentlich ein. Da du ja so ein Meister im Fangen von Pokémon bist, habe ich da eine Bitte an dich. Und was? Du stürzt dich direkt rein, das gefällt mir. Dann erkläre ich es dir, worum es geht. Ich bin nach Kitakami gekommen, um ein bestimmtes Pokémon zu fotografieren. Aha. Aber so sehr ich danach suche, ich kann es einfach nicht finden. Was meinst du denn? Deswegen wäre ich dir sehr verbunden, wenn du mir dabei unter die Arme greifen würdest. Gerüchten zufolge soll das Pokémon richtig stark sein, musst du wissen. Mhm. Wenn du es fangen könntest, wäre es bestimmt ein zuverlässiger Begleiter auf deinen Reisen. Sollte das dein Interesse geweckt haben, dann würde ich mir gerne ein Bild von deiner Stärke machen. Wenn wir zusammenarbeiten, muss ich schließlich auch wissen, was du daraus machst. Außerdem will ich ein paar Action-Shots von dir machen. Okay, dann können wir das gerne machen. Im Übrigen ist Rubin tatsächlich nicht mit dabei heute. Denn es ist ja eigentlich nur ein zusätzlicher Part für euch. So, bist du bereit für den Fotoshoot? Natürlich, Kräfte messen. Na klar. Gut, dann auf die Position. Dann bin ich mal gespannt, wie wir sie wegklatschen können. Ich bin zwar nicht sehr besonders stark, aber es wird trotzdem ein guter Kampf.
Diese Fotogelegenheit lasse ich mir nicht entgehen. An der Stelle, ich habe mein altes, bekanntes Team mit dabei. Ihr wisst es, das ist mein Shiny-Team, was ich seit Kitakami mit mir führe. Und natürlich ist es auch auf Level 100. Und ich denke mal, wir werden hier keine Probleme machen, weil wie gesagt, wir hätten das schon viel, 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 viel vorher machen können. Zeig mir deine Schokoladenseite, damit ich das auf dem Foto verewigen kann. Rotum, du machst es schon, ne? Du kennst dich mit deiner Schokoladenseite aus, ne? Sehr gut. Okay, 68, also die ist wirklich komplett unterlevelt. Aber wie gesagt, ich wollte es damals nicht machen, aus dem Grund, dass ich tatsächlich nicht der Fan bin, den Pokédex zu vervollständigen immer. Das hat einfach auch den Hintergrund dabei, dass es für mich, wenn ich eine Challenge mache, und das war damals eine Nuzlocke-Challenge, keinen Grund sehe, nochmal alle Pokémon mitzunehmen. Eigentlich nicht. Dementsprechend habe ich meine regulären 100%, also alle Items, alles erkundet, etc. pp., sogar alle TMs mitgenommen. Aber, wie ihr seht, die ganzen Pokémon fehlen mir halt noch zu fangen. Und die Legis habe ich alle mitgenommen, aber anscheinend habe ich doch welche vergessen. Was ich natürlich jetzt dadurch, weil ich das sowieso nachholen muss, nachhole. Aber gut, das, was die gemacht haben, so kriegen wir die wenigstens nochmal in unseren Decks verewigt. Du bist echt wahnsinnig. Mir sind ein paar tolle Schnappschüsse gelungen. Ich denke, du kannst es jetzt auf jeden Fall mit dem Blutmond aufnehmen. Blutmond? Ja, Blutmond ist der Beiname des Pokémons, das ich aufspüren möchte. Es ist ein Ursaluna. Hast du schon mal von diesem Pokémon gehört? Vor langer Zeit waren sie häufiger anzutreten. Ursaluna haben normalerweise ein gelbes Muster auf der Stirn, das einen Halbmond, einen Vollmond erinnert. Aber bei diesem Exemplar ist ein roter Mond. Ein Mond, der aussieht, als sei er in Blut getränkt worden. Daher der Name Blutmond. Gruselig. Ursaluna, oder besser gesagt Blutmond, soll früher in meiner Heimat gelebt haben, als sie noch in der Hisio-Region genannt wurde. Anscheinend ist es irgendwann über das Meer nach Kitakami gekommen und hat sich hier niedergelassen. Mit deiner Hilfe kann ich es vielleicht endlich aufspüren und ein Foto davon ihm machen. Und dann... Kleiner, nein, ein Partner. Wollen wir den Blutmond zusammen aufspüren? Notgedrungen, ja. Yeah. Ich möchte eigentlich nur die Pokémon. Ich wusste, dass du es sagen würdest. Und keine Sorge, ich werde mich natürlich revanchieren. Blutmond wurde zuletzt nordöstlich des Oniyama gesichtet, im Immerwald. Ich gehe schon mal vor. Halte dich mal bereit. Komm, Fukano. Fukano. Was für ein Wald war das jetzt? Im Immerwald? Verdammt, wo ist denn der Immerwald? Muss mal kurz auf die Details gucken. Immerwald müsste doch hier in der Nähe sein. Ja, exakt. Ja, dann fliegen wir mal dort ganz schnell hin. Dadurch, weil wir ja eine Blaubeerakademie ja einiert abgeschlossen haben, haben wir auch die Flugfähigkeit erhalten. Und zwar nicht mehr nur zu gleiten, sondern auch zu fliegen. Und das ist super angenehm. Dadurch kommen wir relativ zügig dorthin. Weil ich habe, glaube ich, leider keinen Teleportpunkt dorthin. Das dauert eine Weile, bis ich sonst dort wäre. Aber durch das Vorhandensein von der Flugfähigkeit von Miraidon können wir uns relativ zügig dorthin begeben. So. Und ich sehe es auch schon da hinten. Ihr seht es, glaube ich, auch schon. Ja, der dichte Wald unter den Bergen. Nee, wait, warte mal kurz. Nee, das ist die Baumregion. Hä, bin ich jetzt falsch lang geflogen? Nee, eigentlich nicht. Hornschlucht, genau. Und dahinter müsste ja der Wald sein. Nee, das ist ja auch nicht. Das ist die Map-Begrenzung, oder? Sag mal, bin ich jetzt falsch geflogen? Nee, kann ja eigentlich ja nicht sein. Und übrigens gab es doch einen Teleportpunkt. Gut, natürlich. Wer macht's umständlich? Ich. Ist klar. Das Einzige, was ich noch nicht weiß, im Übrigen, das zeige ich euch schon. Ich habe keine Ahnung, wie ich an die restlichen 4 aus der Blaubeerakademie komme. Da muss ich mir wahrscheinlich nochmal ein paar Informationen zu verknüpfen. So, und wie ich sehe, sind wir angekommen. Ich werde mir jetzt versuchen, hier den Eingang zu widmen. Wo ist der? Der war hier irgendwo unten. Ja, exakt im Munde. Da ist er. Und da sehen wir sie auch schon. Mit ihrem Quappo und ihrem Fukano.
Sehr schön, super, genau so. Los, zeig dich von einer niedlichen Seite. Wir schauen lieber zu. Perfekt, so ist es brav. Ach, du bist echt zum Knuddeln. Jetzt stillhalten bitte, bleib weiter süß. Hey, wir schauen zu. Boah, so ein Gesicht kennst du, Mann. Ey, du bist so ein Fotogen. Absolut zauberhaft, fast schon unverschämt bezaubern. Du hast mich völlig von den Fingern gewickelt. Nee. Ah, ich muss den Notstand ausrufen. Mein Speicherplatz reicht niemals für all diese Fotos, die ich machen will. Ah, ich halte es nicht aus. Die Fotos sind so toll, da bleibt mir die Spucke weg. Pufuka? Ah, da bist du ja, Partner. Moment, wie lange bist du schon hier? Hast du etwa zugehört, was ich gesagt habe? Bitte vergiss es, ich will gar nichts wissen. Also, hier in diesem Wald wurde Blutmund das letzte Mal gesichtet. Das war nachts beim dichten Nebel. Boah, Alter, ist das gruselig. Ey, sind wir im Horrorspiel oder im Pokémon-Spiel? Man sagt, im nebeligen Nächten zeigen sich andere Pokémon als sonst. Das trifft bestimmt auf den Blutmond zu. Okay. Ist da etwas, mein Liebling, von ihm? Willst du noch ein paar Schnappschüsse haben? Oh, da kommt ein Ariados. Boah! Au! Pukano helfen. Was denn? Das will doch nur spielen, das Ariados. Guckt's euch an, das ist voll niedlich. Es will nur spielen. Okay, vielleicht eventuell doch nicht, aber es sieht aus, als würde nur spielen. Ich hab nichts gesagt. Wir machen's kalt, Leute. Wir machen's einfach kalt. Rein da. Ah, ist das schön. Oh, ihr glaubt gar nicht, wie schön es ist für mich, auch mal einmal die 200% zu machen, weil ich hab richtig Bock drauf, alle im Pokédex zu haben. Oh, hab ich mich erschreckt. Zum Glück ist meine Kamera heil geblieben. Danke, Partner. Kano. Hey, dir bin ich natürlich auch dankbar. So, das Ariados tut mir jetzt ein bisschen leid. Es hat bestimmt nicht damit gerechnet, hier auf Menschen zu treffen und vor lauter Schreck angegriffen zu werden. Wir sollten ein Zelt aufstellen, damit wir und die Pokémon in der Gegend leichter merken, dass wir hier sind. Ist das eine so gute Idee, wenn da so ein riesiger Bär vor deinem Zelt steht? Ich weiß ja nicht, du. Na gut, wenn da Ursaluna steht, ich glaube, dann ist das Zelt ganz schnell nieder. Gute Idee. Schönes kleines Zelt, by the way. Es ist schon etwas in die Jahre gekommen, aber das Zelt macht immer noch etwas her, oder? Sieht auf jeden Fall gut aus. Mein Vater benutzte es nicht mehr, also habe ich es mir einfach geschnappt. Das wird unser Lager für die Nachforschung zum Blutmond sein. Hallo. Blutmond ist offenbar viel vorsichtiger als alle anderen Pokémon, deswegen bekommt es kaum noch Menschennähe zu Sicht. Ich würde sagen, wir sollten erstmal gründlich diese Gegend erforschen. Also Partner, deine Aufgabe wird es sein, Pokémon zu fotografieren? Und zwar speziell jene Pokémon, die in nebligen Nächten hier in der Gegend auftauchen. Versuch so viele verschiedene Pokémon wie möglich vor der Linse zu bekommen. Dann gebe ich dir die Daten in meinen Pokémon Ortungsmaschine? Ja, okay. Die filtert dann nach und nach die Signale der anderen Pokémon heraus. Und spuckt dir dann am Ende den Aufenthaltsort vom Blutmond aus. Beeindruckend. Echt? Du hast die Erklärung eben verstanden? Nee, absolut nicht. Ich habe nur wiederholt, was in der Anleitung auf dem Second-Hand-Laden stand. Ach so, wow. Mir ist ehrlich gesagt gar nicht klar, wie das Ding funktioniert. Gut, Gemma, willkommen im Team. Aber auch gar kein Plan. Bisher habe ich herausgefunden, dass hier in der Gegend in den nebligen Nächten ein paar Dutzende Pokémon-Arten auftauchen. Am besten teilen wir unsere Arbeit auf. Und also schießt bitte Fotos von 10 verschiedenen Pokémon-Arten. Mit vereinten Kräften werden wir den Blutmond sicher ausfindig machen. Ach ja, und achte darauf, dass die Pokémons schön groß auf dem Foto zu sehen sind. Und damit unsere Fotomotive nicht weglaufen, solltest du kein Reit-Pokémon benutzen.
Sprich mich an, wenn du bereit bist, dann warten wir am Zelt auf den Nebel in der Nacht. Ja, können wir machen. Let's go. Bist du bereit für den Wald zu erforschen? Super, dann lass uns mal hier im Zelt auf den Nebel warten. Okay, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Wo ist denn hier Nebel? Ich sehe auf dich, Partner. Forschung beginnen. Kamera-App nach unten, okay. Wir versuchen es einfach, Freunde. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktionieren soll. Oh, es ist süß. Oh, das muss ein Foto kriegen. Das ist so niedlich. Guckt es euch an. Oh. Ah, du hast ein Foto geknipst. Darf ich mal sehen? Haweberak, das Fahnen-Pokémon, ob es wohl im Baum ein Netz spinnen kann? Fantastisch. Ich wusste gar nicht, dass du mir so eine große Hilfe sein kannst. Gut, ich werde jetzt nicht alle Texte vorlesen. Oh, da ist ein Baum. Oh, hört ihr das? Das ist ein Remix. Oh mein Gott, das ist ein Remix vom Ewigwald. Oh mein Gott, ist das geil. Oh, ohne Witz, das wäre so schön, wenn davon endlich mal ein Remake nochmal rauskommen würde von der zweiten Gen. Boah, Alter, das ist so... Also die Musik muss safe denn rein. Wie geil ist die denn bitte? Sorry, ich bin gerade so fasziniert von der Musik, dass ich die gerade lauschen will. Wir haben schon mal immerhin 3. Ist jetzt ja nicht mal so schlecht. Oh. So, jetzt aber. Boah, dein Ernst? Ich muss noch näher ran an den? Sehr gut, das reicht dir. Alter, das ist nice. Also wie gesagt, ich finde die Aufgabe tatsächlich echt cool. Aber, ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt 10 Pokémon finden. Wir haben jetzt 4 von 10. Und jetzt sollen 10 verschiedene Arten sein. Wo ich aber hier hinaus wollte... Wenn es hier in den Nebel so wenig Pokémon gibt, gibt es denn hier bestimmt auch... Oh, 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 oh. Grad noch zu bekommen! Was? Nein. Wir können keine flüchtenden Pokémon fotografieren. Mami. Dein Ernst? Wow. Oh mein Gott. Okay, wir müssen tatsächlich hier leise vorgehen. Was ist das denn? Eine Illimu... Oh, was? LOL. Respekt. War nur Weberak. Aber dass wir 2 in einem Foto bekommen, das ist, ziemlich nice. Sie hat gesagt, irgendwo gibt es auch nur eine Höhle in der Nähe. Wo wir eventuell auch rein können. Aber ich habe keine Ahnung, was sie meint. Absolut kein Schimmer. Oh, da ist ein Samurzel am Baum. Reicht es ihr? Ja, das Eichenuss-Pokémon. 3 Stück fehlen uns noch. Freunde, das sollte doch kein Problem sein, oder? Hallo, Mogelbaum. Dich brauchen wir aber nicht, mein Freund, weil gemogelt wird hier nicht. Das ist Samurzel in der Partnerschaft. Die wollen wir auch nicht gerade stören beim... Ihr wisst schon, was tun. Ist da hinten Zapladin? Das ist Zapladin, ne? Ja, nice. Damit bleiben uns nur noch 2 Pokémon verwehrt. Einmal Uhu die Eule. So.
Ey, das ist doch ein gutes Schwodo. Nur noch ein Einzelt. Übrigens, ich habe vorhin ein Donnern aus der nordöstlichen Richtung gehört. Vielleicht gibt es dort ein Elektro-Pokémon. Achso. Achso, das ist nur ein Tipp. Ah, guck mal, ich habe da hinten nur welche. So, wartet. Primova. Forschung beendet. Haben wir doch gut gemacht. Damit haben wir alle Pokémon mitgenommen, die wir knipsen sollten, die Fotos. Wenn wir deine und meine Fotos zusammennehmen, dann haben wir Fotos von allen Pokémon im nebligen Wald gemacht. Wir haben es geschafft, juhu, ich bin dir total dankbar. Okay. Dann lade ich die Daten gleich mal auf die Pokémon-Ortungsmaschine. Es scheint nur eine Weile zu dauern, bis die Daten da sind. Warte kurz oder so. Wie macht man das? Übrigens sind die Fotos, die du geschossen hast, wirklich toll, mein Partner. Worauf willst du beim Fotos machen? Die Realität abzubilden. Realität abzubilden. Du fotografierst also Pokémon einfach in dem natürlichen Lebensraum, ohne Anschmückungen. Weißt du, ich stecke gerade in einem kreativen Tief. Egal was ich tue, nichts läuft so, wie ich es will. Daher wurde ich immer als Fotografie-Genie gefeiert, als ich klein war. Aber seit einigen Jahren fehlen meinen Fotos ein gewisses Etwas. Sie enthalten keinerlei Anerkennung von Preisen, ganz zu schweigen. Das geht jetzt schon sehr lange so. Mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, warum ich überhaupt noch Fotos mache. Okay. Aber als mir ein Gerücht über den Blutmond zu Ohren kam, da dachte ich, vielleicht verändert sich ja etwas in mir, wenn ich nach so einem beeindruckten Pokémon fotografiere. Also habe ich hier alles links liegen gelassen und bin hierher gekommen. Ach, du schaffst das schon. Danke, Partner. Tut mir leid, dass ich dir so was vorgeheilt habe. Was ist das denn? Ah, wie es aussieht, sind die Daten fertig analysiert. Aber diese Melodie dazu, die klang genauso wie in der Waschmaschine, wenn sie fertig ist. Was? Ah, das ist ja das Ding. Haben wir doch etwa einfach die Melodie wiederverwendet. Okay, lass mal schauen. Es gibt nur ein Signal, das sich nicht mit den Daten deckt, die wir im Wald gesammelt haben. Und das muss Blutmond sein. Und endlich wissen wir, wo es sich aufhält. Ha. Durch das Gespräch mit dir fühle ich mich irgendwie weniger angespannt, so befreit. Wenn es dir recht ist, würde ich direkt zum Blutmond gehen. Bist du bereit, Partner? Na klar. Endlich ist es soweit. Auf geht's! Na, dann lass uns mal aufbrechen. Endlich werde ich Blutmond begehen und ich werde es auf jeden Fall fotografieren. Im Ernstfall bist du mein Bodyguard, okay, Partner? Fukano. Du natürlich auch. Okay, dann mal los. Dann zeig uns mal den Weg, ja? Ich will Blutmond nur fangen. Alles andere ist mir egal. Das unidentifizierte Pokémon-Signal müsste von hier stammen. Ich sehe gar nichts, außer einem Busch, der sehr auffällig ist. Es ist so still. Na, wir sollten wachsam bleiben. Ja, da hast du recht. Ich höre Schritte von etwas Großem. Der sieht ja sehr gut aus. Das ist Ursaluna? Da hat da auf seiner Stirn ein roter Mond. Das ist es. Das ist der Blutmond. Es existiert wirklich. Fukano. Ach ja, meine Kamera. Braves Pokémon, halt schön still. Oh, tut mir leid, der Blitz hat ihn sauer gemacht. Fukano, schaffst du das? Nee, sieht nicht so aus. Wie steht's mit dir aus, Partner? Ich übernehm's, lass es mir gelten. Sorry und danke, du schaffst das.
So, herzlich willkommen, liebes Osalona. Wir werden gleich alles dagegen tun, dass du mein Ball bleibst. Hoffentlich. Oh, ich kann keine Bälle benutzen. Ich kann keine Bälle benutzen? What? Na, dann machen wir den hier. Junge! Was eine wahnsinnige Präsenz. Immer weiter so. Hilfe! Aber er kann eigentlich auch nur Gedanken gut machen, weil er tatsächlich wahrscheinlich keine besseren Attacken hat. Aber kann man echt hier keine Bälle werfen? Luffy habe ich das nicht so... Okay, es ist wirklich tatsächlich so. Na dann... Dann killen wir das jetzt. Einmal richtig schön Terra kristallisieren und dann sollte auch die eine Attacke ausreichen, um ihn komplett rauszunehmen. Obwohl... ja, sagen wir mal so, wir machen die Hälfte jetzt. Okay. Beuschwert, komm schon. Das muss eigentlich wenigstens die Hälfte machen. Ihr könnt auch rüberwechseln, ich weiß, aber das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen, weil, wie gesagt, er kann halt nichts tun. So wie es aussieht, hat er nichts gegen uns und nur mit Normalattacken möchte ich nicht die anderen Pokémon, dass die Schaden nehmen. Oh ja, wir werden ihn schon runterbekommen. Ui, diese Seite von dir kenne ich ja gar nicht. Davon musste ich ein Foto machen. Ich finde aber Gemma ist schon eine sehr interessante Person. Und sie spricht halt viel über die Hisui-Region, welche ja von Pokémon-Legenden Arceus kommt. Ich finde aber das ein bisschen problematisch, weil ja Legenden Arceus eigentlich die Vergangenheit widerspiegelt von der Sinnoh-Region. Deswegen frage ich mich bis heute, wie kommt sie dazu, auf einmal hier zu sein? Oder habe ich irgendwas in der Storyline nicht kapiert? Weil Legenden Arceus war für mich eigentlich ein Vergangenheitsspiel von der Sinnoh-Region, von Pokémon Diamant und Perl. So, und ich würde sagen, da haben wir ihn gekillt. Blutmut ist geschwächt, das ist deine Chance, es zu fangen, Partner. Ja, finde ich gut. Let's go, Pokéball! Das wird der sinnloseste Ball überhaupt, aber egal, rein da. Und damit haben wir's. Das ist die Nummer 200. Hoffe ich? Ja, perfekt. So. Blutmond wurde jetzt in unserem Dex eingetragen und damit haben wir den Dex vervollständigt. Alles in Ordnung, Partner? Wahnsinn, dass du Blutmond ebenbürtig warst. Und das, obwohl du ihn auch tatsächlich gefangen haben konntest. Du warst wirklich fantastisch. Und du? An deinem Selbstvertrauen müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Okay. Puh, mein Herz rast immer noch. Während du gegen Blutmond gekämpft hast, habe ich die Trans... wie ein Trans Fotos gemacht. In Trance. Oh mein Gott, in Trance. In diesem Status, ja. Aber ja, deine Pokémon wollen sich jetzt wieder ausruhen. Lass uns zum Lager zurückkehren. Ja, Funkano will sich ausruhen. Obwohl das nichts gemacht hat. So, Gemma, jetzt kannst du aber von mir aus verschwinden. Ich hab meine Pokémon. Geh. Such dir weitere Fotos, aber nicht mehr mich. Ah, es ist schon ein bisschen traurig, ein Zelt abzubauen. Du hast wirklich tolle Arbeit geleistet, Partner. Dank dir habe ich endlich mal wieder Fotos geschossen, die ich auch mal behalten kann. Sowas habe ich wirklich schon lange nicht mehr gefühlt. Ich will die Fotos sofort entwickeln und deshalb gehe ich gleich zum Dorf wieder zurück. Denn was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Das Motto meiner Familie lautet, Zeit ist ein wertvolles Gut. Oder wie man heute sagt, Zeit ist Geld. Wir sehen uns in Midoriya. Okay, kehre zurück nach Midoriya. Okay, wir haben trotzdem nur Mission. Erstmal holen wir uns den Kitagami-Dex ab. Und dafür kriegen wir was? Nur einen kostbaren Schatz. Für diese fantastische Errungenschaft hast du dir eine Urkunde verdient. Ich befinde mich im hohen Gras beim Pfad des Tanzes. Achso, bei ihm können wir das abholen.
Im Profil wurde das Abzeichen zur Vervollständigung des Pokédex hinzugefügt. Du erhältst einen Mondball. Naja, nicht besonders. So, und das heißt auch wiederum, wir können uns eine Belohnung noch abholen. Was wir auch direkt machen. Denn erstmal müssen wir gucken, wo ist sie eigentlich? Ach, da. Ja, da müssen wir sowieso hin. Da gibt es auch noch die Belohnung. Denn wenn ihr alle natürlich abgeholt habt und jede Pokémon gefangen habt, dann geht ihr von hier aus, von Midoriya, also dieser Hauptdorf, in die Richtung, wo der Professor sich natürlich befindet. Und zwar müsste der eigentlich hier unten sein. Da ist er. Wie geht's, wie steht's? Oh, Cressario, was geht? Du hast 200 Pokémon in der Kampenprovinz? Moment mal, das ist der vollständige Dex. Wow, fantastisch. Wie fantastisch. Es stehen wirklich alle Pokémon-Arten in deinem Dex. Ich bin echt schwer beeindruckt. Dank dir ist meine Forschung zu den Pokémon im Kitakami im sausen Schritt vorangegangen. Schneller ging's wirklich nicht. Ach, ich würde dir eine Kleinigkeit zur Feier denn mal leisten. Mal sehen. Ja, ich hab's. Du kriegst ein spezielles, exklusives Souvenir, das ich beim Kitakami-Kulturzentrum gekauft habe. Den Glitzerpin. Okay. Ein mysteriöses glitzerndes Glücksbringer, durch den man im Terra Raids mehr Terra-Splitter-Stücke erhält. Mein Gott. Und würdest du kurz mal deinen Smart-Rotom rausholen? Dann bekommst du auch gleich noch diese tolle von Clavin hinzugefügte Urkundenfunktion für den Pokédex-App. Sieh mal, du hast eine Nachricht von der Firma erhalten, die Vervollständigung des Pokédex beglaubigt. Tja, noch eine beglaubigte Kopie? Urkunde! Dieses Dokument bescheinigt die erfolgreiche Vervollständigung des Kitakami der Pokédexes. Herzlichen Glückwunsch! Nice! Du hast zwar den Pokédex vervollständigt, aber die Exkursion hat gerade erst begonnen. Wir gehen da auch weiter in vielen Pokémon in Kitagami. Das machen wir definitiv. So, aber jetzt heißt es erstmal zurück zu unserer guten Dame. Müsste sie nicht uns noch was Spezielles geben, weil ich habe da was im Kopf. Ich möchte nicht sagen, es ist ein Geschenk, aber es ist schon ein Geschenk, wenn man es so nimmt. Was hat sie denn für uns noch? Da bist du ja, Partner. Ich hab's geschafft, die Fotos von Blutmond zu entwickeln. Na, dann zeig mal her. Naja, auf den Bildern ist Blutmond entweder verschwommen oder abgeschnitten. Leider ist keines davon richtig vorzeigbar. Aber weißt du was? Von allen Bildern, die ich bisher gemacht habe, sind das meine absoluten Favorite-Bilder. Mhm. Ich glaube, ich habe mir noch nie so viele Gedanken darüber gemacht und über einen theoretischen Aspekt des Fotografierens. Darüber, wie die Fotos bei dem Preis sich dann ankommen. Darüber, was ich fotografieren will. Dabei reicht es doch nur es für ein Foto schon aus, einfach die Kamera auf ein Motiv auszurichten und den Auslöser zu drücken. Deshalb habe ich durch dich gelernt, mein Partner. Moment, da fällt mir noch ein. Ich habe noch nie meinen Namen nach dem Namen gefragt. Tut mir leid, das kommt zwar ein bisschen spät, aber wie heißt du eigentlich? Cressario, der Name passt zu dir. Dann stell ich mich mal vor, ich bin Gemma. Eine Fotografin mit einem riesigen Faible für Kameras. Ab jetzt werde ich mit vollem Stolz sagen können, was mir gefällt. Ach ja, fast hätte ich die Belohnung vergessen. Du hast mich so toll unterstützt, das hast du dir reglich verdient. Ein Walschall! Ja moin. Und da ist noch etwas. Mein Fukano hat nämlich einen kleinen Bruder, der völlig versessen auf Kämpfen ist. Ich denke, bei dir ist es besser aufgehoben als bei mir. Ey, krieg nen Fukano! Trainiere den kleinen Racker, damit er ordentlich stark wird, okay? Tja, damit hätte ich mein Ziel erreicht. Dann sollte ich wohl langsam weiterziehen. Es ist traurig, doch hier trennen sich unsere Wege. Aber weißt du was? Das Band zwischen zwei Fukano ist unverwüstlich. Auch wenn sie getrennt voneinander trainiert werden,
führt das Schicksal sie irgendwann bestimmt mal wieder zusammen. Ja, wir sehen uns definitiv wieder. Ha, ich freue mich schon drauf. Also dann, bis bald, Crisario. Bugano! Und damit haben wir die Mission in Kitakami abgeschlossen. Und das war eigentlich alles nur für ein Ursaluna. Das komplette Ding. Tja, damit ist es beendet und wir können beim nächsten Mal uns darum kümmern, in der Blaubeerakademie alles zu vervollständigen, denn da werden wir auch noch eine kleine Überraschung sehen. Aber dazu dann beim nächsten Mal noch mehr. Also bis denne und schau, und wenn ihr es nicht vergessen wollt, ne, abonniert gerne für noch mehr Pokémon-Content. Bis denne.